Familie Al-Baitari. Muslimische Playmobil-Videos. Die muslimische Tierarztfamilie. Das Original. Hier bei uns auf diesem Kanal. Der schöne Gruß. Jetzt ruhen wir uns erst einmal aus. Das Versteckenspielen hat wirklich Spaß gemacht. Masha'Allah, Maimuna. Du hattest wirklich tolle Verstecke ausgesucht. Wir mussten dich ganz schön lange suchen. Salam. Wie süß. Hast du gehört, Ismail? Maimuna begrüßt die Enten. Ja, wirklich niedlich. Aber das mit dem Grüßen ist für uns Muslime ja auch eine wichtige Sache. Denn untereinander sollten wir uns immer mit einem schönen Gruß begrüßen. Wusstest du das schon, Fatima? Ja klar, Ismail. Zum Thema der islamische Gruß habe ich mich letztens erst belesen. Assalamu alaikum bedeutet auf Deutsch Friede sei mit euch. Aber bei uns Muslimen gibt es davon doch noch eine längere Grußformel. Das höre ich öfter mal bei den Erwachsenen. Wie geht die denn nochmal? Sie heißt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Übersetzt bedeutet das, der Friede und die Barmherzigkeit Allahs und seine Segen mögen auf euch sein. Das hört sich ja fast schon an wie eine Dua. Ja genau, Fatima. Denn der islamische Gruß ist nicht nur eine Begrüßung, sondern ein richtiges Bittgebet. Schau mal, wie gewaltig dieser Gruß eigentlich ist. Denn man grüßt denjenigen nicht nur, sondern spricht auch direkt ein schönes Dua für denjenigen aus. Masha'Allah, das ist ja toll. Der Gruß unter den Muslimen wird sogar im Koran erwähnt. Wie geht denn der Vers? Wartet, ich weiß den Vers nicht auswendig. Ich hole unseren Koran. Hier ist der Vers, den ich vorhin meinte. Es ist der 86. aus der Sure die Frauen. Ungefähr auf Deutsch, Bismillahirrahmanirrahim. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren zurück oder erwidert ihn. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner. Das bedeutet ja, dass wir dazu verpflichtet sind, den Gruß zu erwidern. Das ist richtig, Fatima. Passend zu diesem Vers fällt mir ein, wie der Dönerverkäufer und Papa sich begrüßt haben. Wisst ihr noch? Assalamu alaikum, Bruder. Was darf es sein? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wenn man kann, sollte man mit einem noch schöneren Gruß antworten. So wie Papa in dieser Situation. Mir fällt gerade auch noch ein Beispiel ein zum Thema Grüßen. Ich bin letztens mit Berg nach Hause geritten. Da habe ich unsere Nachbarin getroffen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Frau Nachbarin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ismail. Das wünsche ich dir auch. Ich finde es sehr nett von dir, dass du mich immer so freundlich grüßt. Das war ein schönes Beispiel, Ismail. Und mit diesem einen Gruß hast du gleich drei verschiedene Sachen beachtet. Nämlich erstens, wenn es passt, grüßt der Jüngere den Älteren. Zweitens, der Reiter soll den grüßen, der zu Fuß unterwegs ist. Und drittens, man soll die Nachbarn ehren und gut behandeln. Ja, da fällt mir noch etwas ein. Als ich letztens in der Post war, habe ich einen älteren Mann begrüßt. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aber weißt du, Fatima, es ist auch in Ordnung, wenn ein älterer Mensch die Jüngeren grüßt, so wie Opa letztens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ihr zwei. Wa alaikum assalam. Salam. Hier hat Opa gleich mehrere gute Sachen auf einmal bewirkt, mashallah. Richtig. Er hat die Jüngeren gegrüßt, dass sie den Gruß gleich lernen. Und er hat ihnen auch gezeigt, dass ein Vorübergehender die Sitzenden grüßt. Ja. Gestern habe ich noch eine andere Art der Begrüßung beobachtet. Man kann sich ja auch nicht nur mit Worten begrüßen.
Denn zur Begrüßung kann man sich ja auch umarmen. Zum Beispiel die Frauen, die sich sehr gut kennen und mögen. Salam Khadija. Wa alaikum assalam Nusayba. Schön dich zu sehen. Lass dich drücken. Salam. Gemäß mehreren Überlieferungen grüßt die kleinere Gruppe die größere. Genau wie bei mir letztens, als meine Freundin und ich als letztes am Picknick angekommen sind. Assalamu alaikum, ihr Lieben. Wa alaikum assalam. In dieser Situation habt ihr ja sogar noch Folgendes beachtet. Die Hinzukommenden grüßen die bereits Anwesenden. Und mir fällt noch was ein. Man kann sich ja auch per Handschlag begrüßen. Papa macht das oft. Zum Beispiel, wenn er sich mit dem Leiter des Tierheims begrüßt. Assalamu alaikum, Bruder. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Schön, dass du so schnell kommen konntest. Es geht um die neugeborenen Kätzchen. Salam. Und ist euch auch schon einmal aufgefallen? Jeden Tag, wenn Papa nach der Arbeit nach Hause kommt, grüßt er ganz laut, wenn er das Haus betritt. Assalamu alaikum, ihr Lieben. Ich bin wieder zu Hause. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Schön, dass du da bist. Das mit dem islamischen Gruß war ja wirklich ein spannendes Thema. Da hatte ich mir vorher ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Kinder, kommt ihr zum Essen? Ja, Mama. Wir müssen los. Aber vorher noch unser Verabschiedungsgruß an euch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis zum nächsten Mal, inshallah. MashaAllah, das waren ja viele tolle Informationen zum Thema Grüßen. Vielleicht kennt ihr ja schon ein paar passende Verse aus dem Koran zu diesem Thema. Oder vielleicht auch ein paar Ahadith. Wenn nicht, dann fragt doch mal eure Eltern. Vielleicht könnt ihr gemeinsam etwas heraussuchen. Denn der islamische Gruß ist wirklich ein spannendes Thema. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Assalamu alaikum.